So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt haben wir auch mal Ladies vor der Kamera. Sonst haben wir immer nur Männer und Sprinter. Aber jetzt ist mir gelungen, zwei nette junge Damen aus Baden-Württemberg hierher zu holen. Also aus Württemberg, in der Nähe von Stuttgart, ist richtig, wurde mir eben gerade gesagt. Und zu meiner linken Seite steht Laura Süßemilch. Und zu rechts? Isabel Seib. Laura, ihr fahrt hier bei den Damen mit. Ist es schwer oder macht es Spaß oder sind die anderen doch zu schlagen? Also die Rennen sind natürlich viel härter als bei uns jetzt bei den Junioren, aber es macht richtig Spaß, ja. Das heißt, wie lange fährst du jetzt in der Premium-Klasse? Bei Junioren jetzt? Also das ist jetzt mein zweites Jahr. Und du fährst auch mit? Frage, macht es eigentlich Spaß, da so 250 Meter immer hinter den anderen herzufahren oder die mal zu überholen? Oder was er macht, wenn er vorne ganz vorne mitfährt, ne? Na, es macht auf jeden Fall Spaß, weil auf der Bahn ist natürlich immer Action und da wird es nie langweilig und da passiert immer was. Wie findet ihr denn so hier das ganze Spektrum im Tempodrom, so ja, Pfeifen, Johlen und das Publikum, reißt euch das immer ein bisschen mit? Ja, also auf jeden Fall ist es ein unglaubliches Gefühl, weil wir sind es ja noch gar nicht so sehr gewohnt und ja, es ist richtig cool. Das heißt also, ihr fahrt aber auch schon und winkt schon mal so ein bisschen zum Publikum oder geht das nicht? Na, wenn es die Situation zulässt. Gut, was habt ihr denn noch vor? Das heißt, ihr müsst jetzt noch zwei Tage fahren, also morgen noch, Sonntag, Montag oder? Nur noch heute. Nur noch heute. Das heißt, heute geht es um den Gesamtsieg? Ja. Chancen? Nein. Nee, ich bin aktuell auf Platz 10. Wenn überhaupt, kann ich vielleicht noch unter die ersten 8 oder so fahren. Na, wir gucken mal, was wir mit den anderen machen können. Deine Platzierung, was meinst du heute? Zweiter, ne? Also bisher bin ich auf dem 6. Platz und es sind noch 2 Punkte auf den 4. Mal gucken, wie es heute noch so läuft. Ja, also dann würde ich sagen, dann halte ich beide Daumen. Einmal für dich, einmal für dich. Okay. Dann du wirst Vierter, sie gewinnt und die Siegprämie teilen wir uns dann. Ja? Das ist okay, aber es macht trotzdem Spaß. Was kommt danach, wenn ihr jetzt vom Berliner 6 Tagen weggeht? Nächstes Wochenende sind wir in Basel, Leistungstest und Lehrgang. Und eine Woche später geht es dann nach Malle aufs Trainingslager. Nach Mallorca, das dachte ich mir. Halligalli am Ballermann. Nein, das macht ihr ja nicht, ihr fahrt ja Rad. Also ich kenne Mallorca deswegen, weil ich immer eine Woche in Mallorca auch immer Rad fahre, aber nicht so schnell wie hier. Nach San Sebastian fahrt ihr auch mal hoch aufs Kloster oder ist das für die Ladies verboten? Keine Ahnung, das regelt alles der Trainer. Okay. Und du fährst mit auch nächste Woche nach Basel? So? Ja, ich fahre auch mit. Also das heißt, ihr fahrt dann so ein bisschen tagsüber, dann ein bisschen Training, dann ein bisschen shoppen gehen und die Scheckkarte hinlegen? Ja, schön wäre es, aber wir haben am Freitag Leistungstest und Samstag und Sonntag fahren wir dann 2er-Block Grundlage. Wie kommt man eigentlich als Frau zum Radfahren? Von Kindesbeinen an oder hat Papa gesagt, du bist genau die Richtige, die geschafft hat? Ja, so nicht gerade, aber mein Bruder hat ziemlich früh angefangen mit Radfahren, da kommt man dann halt auch dazu und dann hat es mir Spaß gemacht und ja. Und bei dir, wie war es da? Hat Oma gesagt, ich kaufe dir ein Fahrrad und jetzt fährst du? Nee, eigentlich sollte das nur mein Bruder machen, weil mein Vater das auch früher gemacht hat und ich bin dann eher so ein bisschen reingerutscht. Also die Brüder sind schuld, dass ihr heute auf der 6-Tage-Bahn hier in Berlin seid und wir wünschen euch für das nächste Rennen sturzfrei viel Glück und toi 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 und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder hier, ne? Wenn es dann heißt, wir beide, erster, zweiter Platz teilen uns, keiner kommt an uns ran. Ja, danke schön. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss.